Also bei meiner Tätigkeit hat sich schon einiges jetzt entwickelt in den letzten Jahren. Da gibt es natürlich primär die individuelle Ernährungsberatung. Das heißt, der Klient oder auch die Pärchen können auch zu zweit zu mir zur Beratung kommen. Da wird eben dann getestet und alles genauestens besprochen. Ich halte aber auch sehr gern Vorträge, was auch sehr gut angenommen wird. Ich mache auch Workshops und da liegt mir besonders die Beikost am Herzen, weil da können wirklich die Eltern bei ihren Babys von vorne und richtig anfangen. Wird auch dementsprechend gut angenommen. Und habe jetzt ein neues Konzept entwickelt, auch für Schulen. Das heißt, ich fahre in die Schulen hin und mache mit den Schulklassen einen Workshop, teilweise theoretisch, teilweise praktisch. Wir kochen dann auch, wir essen gemeinsam und das ist auch sehr fein. Und sonst mache ich eigentlich dann auf Anfrage das, was gewünscht wird, eben Kochkurse, Kochkurse mit einem speziellen Thema, zum Beispiel Kochen im Frühling, also nach den Jahreszeiten. Das heißt, was auch immer mit der Ernährung zusammenhängt, ich kann das dann immer aus meinem Wissen aufbauen.